Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4 im Hardcore-Modus. Wir sind krank, wir sind hungrig, das ist ganz normal. Wir haben in der letzten Folge tatsächlich ein kleines Lager geplündert und ich sehe hier gerade gar nichts. Und wir wollen heute erst als allererstes, wir haben übrigens auch Rüstung bekommen, gucken, was wir so an Wassersachen bauen können. Wir brauchen Ressourcen und das ist Wasser. So, ich könnte einen Wasseraufbereiter bauen, brauche aber natürlich auch Strom. Müssen wir gucken, ob ich mir Strom leisten kann. Also, ich stelle erstmal einen auf. Ansonsten müssen wir halt diese Ressourcen suchen. Ich stelle hier erstmal einen auf, ne? Und dann kümmern wir uns um Strom. Hoffentlich können wir einen Generator bauen. Ja, wir können einen kleinen bauen, der ein bisschen Energie gibt. Das ist perfekt. Mal hier schön unter die Brücke. Ja. Zack. Oh. Energy. Oh. Ein Solarpanel. Das ist übrigens eine Mod, die habe ich installiert. Einfach nur, weil ich natürlich produziert 100. Holy shit. Der Solarpanel benötigt Strom und produziert Wasser? Achso, nein. Okay, gut. Also theoretisch könnte ich davon einen bauen, aber das ist Zukunftsmusik. Das machen wir, weil die Generatoren so scheiße laut sind. Früher oder später. So, nun haben wir Wasser, jetzt produzieren wir Wasser. Nein, nicht lagern. Und das Wasser wird quasi dann in die Werkstatt eingeliefert. Perfekt. Hui. Das Wetter ist auch wieder hübsch geworden. Sehr schön. Wir haben unsere erste Rüstung. Wir haben alle. Wir sind ganz gut drauf, ne? So, und hier wird halt alles eingelagert. Ich finde es halt doof, dass ich den nicht umplatzieren kann. Deswegen muss ich dieses Gebäude höchstwahrscheinlich behalten. Und irgendwann werden wir bis hier hinbauen. Du hast dein erstes Objekt mit Energie versorgt. Glückwunsch. Dankeschön. Allerdings benötigen wir noch. Rekrutierungs-Dingenskirchens. Markierung für Suche. Kristall und Schaltkreis. Okay, perfekt. Das wollte ich nur kurz machen. Denn das werden wir jetzt suchen. Transfer. Haben wir schon Wasser hier drin? Das wäre cool. Ich glaube nicht, dass das so schnell geht, aber ey, man kann ja hoffen. Nee. Würde es einfach nur Wasser heißen oder wie würde es heißen? Weiß es gar nicht. Naja, gehen wir erstmal weiter. So. Da wir aber jetzt was gebaut haben, muss ich einmal kurz eine Stunde schlafen, weil ich will den Fortschritt nicht verlieren. Alles jedes Mal neu zu machen, ist auch ein bisschen blöd. So. Wir sind ja jetzt dabei, gerade die Ecke da hinten zu erkunden. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall nochmal hingehen. So ein Stündchen schlafen. So, zack. Gut. Mein Schrott habe ich nicht abgeladen, ne? Na gut, das können wir jetzt schnell machen. Scheiß drauf. Dafür gehe ich nicht nochmal speichern. So, gesamten Schrott einlagern. Sehr schön. Gut, Steuerung. Wir waren zuletzt hier irgendwo, ne? Hier sind wir durchgegangen, hier waren wir irgendwo, ne? Fragezeichen? Ups. Was ist da ein Fragezeichen? Was sind das für Symbole? Ist das neu? Haben die das neu eingefügt? Ja gut, dann gehen wir halt zum Fragezeichen. Gucken wir mal, was da hinten abgeht. Wird schon schief gehen. Also wir werden höchstwahrscheinlich sterben. Mit höchster Wahrscheinlichkeit werden wir sterben, ja. Aber mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Oh, ein Wildhund. Und irgendwas Großes. Achso. Und Hirschdingenskirchens, ne? Halt. Ja, komm.
Kannst du nicht schwimmen? Oh, armes kleines Tüff-Tüff. Okay. Okay, der läuft jetzt dem Hirsch hinterher. Aber wenn ich da jetzt selber rübergehe, bin ich am Arsch. Oder? Dann hätte er auch über die Brücke gehen können. Und die kommt zurück, ich sehe ihn. Stirb doch einfach! Ich hab Angst drüber zu gehen. Das ist doch. So, höchstwahrscheinlich ein Rudel da hinten. Wenn ich da jetzt rübergehe, bin ich am Arsch. Aber ich habe keine andere Wahl. Gehen wir da hinten bis zum Steg, da vielleicht finden wir da irgendwas. Und die beschützt mich. Beschützt mich vor dem anderen Hundi. Ne, das ist der Hirsch. Oh. Danke fürs Beschützen, Penner. Ja. Gott, ich bin so am Arsch, ey. Ich brauche unbedingt Red Away. Gut, ich würde sagen, heilen wir uns irgendwie mal. Hilfsmittel, was haben wir hier? Blähfliegenfleisch, TP gibt mir gar nicht. Blutblatt gibt mir 10 TP. Red 2. Aufbereitetes Wasser. Okay, das werden wir gar nicht so ganz oben finden. Grillte Red-Kakerlake gibt mir kein TP. Mann, ich brauche Trefferpunkte, die mir wiedergegeben werden. Hubblume 10. Ja. Cool. Medex, Mentats. Scheiß drauf. Ziehen wir uns die Nuka-Cola rein. Ich bin so ein Schisser, ich weiß. Aber ich könnte jeden Moment sterben, vor allem ich regeneriere mich so scheiße langsam. Und wir müssen Red Away finden. Ganz egal wo. Das erinnert mich an einen Song. Ist hier vielleicht Red Away drin, ne? Nein, nehmen wir den Müll mal mit. Blähfliegenfleisch. Ja, warum nicht? Grasen wir erstmal das Wasser hier ab. Was bist du denn? Eine Wasseraufbereitungsanlage. Sieh mal einer, guck. Verfolgen wir mal das Rohr und dann wissen wir, wo wir ein bisschen Zeug finden. Vielleicht einen Verbandskasten? Das ist auch cool. Okay, ich sehe hier auf jeden Fall niemanden. Sauberer hellbrauner Anzug. Okay, geil. Milchflasche, Fleisch, Haarklammern, Fleisch und Bohnen. 44er Patrone. Ah, eine 44er. Danke. Okay, hat mich leider nur zur Leiche geführt. Ist luftdicht verschlossen. Hä? Wieso gibt es dann die Option, das überhaupt zu öffnen? Red Away. Ja, Gott sei Dank. Oh, ich bin gerettet. Also nicht immer, auf was man tatsächlich achtet, wenn man in diesem Modus spielt. Also das hätten wir früher gar nicht realisiert. Wir wären irgendwo in die nächstgelegene Stadt gegangen, hätten da irgendwie ein paar Leute umgebracht und hätten uns dann Keks gefreut. Aber so müssen wir tatsächlich überlegen, was wir jetzt nächstes machen. Okay, tauschen wir es mal aus. Das gibt mir bessere Verteidigung. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Das nehmen wir auch. Obwohl, es gibt 10. Wieso steht da ein Plus? Achso, Resistenz wahrscheinlich, ne? Ja, Schockresistenz. Ich brauche aber erstmal Rüstung, weil so viele mit Schockwaffen werden wir nicht treffen. Oder Laserwaffen meinetwegen. Okay, ich muss mir unbedingt ein Red Away einziehen, wenn ich ein bisschen mehr Leben habe. Oh. Schön.
Manche Strahlenbehandlungen erhöhen deine Ermüdung und verringern vorübergehend deine Immunität, wodurch du anfälliger bist. Geil! Nein, 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 nein! Oh Gott, da ist irgendwas! Nein, schieß doch! Schieß doch! Laufen wir! Scheiße! Okay. Holy shit. Gib mir dein Essen! Fuck. Mein Begleiter? Scheiße. Okay, wir jagen erstmal den Hirsch zu Ende. Mist. Okay, nein, nein. Oh, du sollst doch nicht. Ich habe mich gerade von der Red befreit. Oh, ich habe aus Versehen getrunken. Okay, jetzt sind wir erstmal sicher. Wir müssen meinen Hund noch abholen. Scheiße. Na gut, kümmern wir uns erstmal um unsere Verletzungen. Puh. Okay, Hund geht nach Red Rocket Trust Chat. Ja, perfekt. Ich meine, er fehlt mir jetzt ein bisschen, aber naja. Hast du mir schon was hergestellt? Oh Gott, nein. Oh, ich komme hier momentan nicht voran, ne? aufbereitetes Wasser wäre A, ne? Ich glaube, so schnell geht das nicht. Na gut. Wir müssen uns erstmal heilen. Ein Arzt wäre echt nicht schlecht, ne? Wo hatten wir doch mal unseren Arzt her? Hatten wir überhaupt einen Arzt? Nein, wir hatten so eine komische Station. Ich muss mal ganz kurz gucken. War das unter Energie? Logik hat da, Produktion. Neon. Sonstiges. Wir hätten noch so ein Scheißding, was uns geheilt hat hier. Den Kontaminierungsbogen. Schaltkreise und Glasfaseroptik, okay. Das brauchen wir. Moment, ich muss das mal ganz kurz markieren. Wenn wir das haben, oh Gott, das wäre so wunderschön. Nee, ich schwitze nicht ein daran. Ich muss mich erstmal heilen. Oh, das war close, muss ich schon sagen. Ja, gut, scheiß drauf. Gehen wir eine Stunde schlafen. Willst du mich verarschen? Ich wurde nicht geheilt. Oh mein Gott. Okay. Scheiße, ein Stimpak verloren. Ein Stimpak. Sorry, ich sag's immer noch. Muss mich dann gewöhnen. Okay, da hinten war irgendwo so ein Penner, der mich angeschossen hat. Neben meiner Red Rocket Raststätte? Oh, ich war ja gar nicht so weit entfernt davon. Na gut. Hundi? Hundi? Wir müssen jemanden aufs Maul geben. Wo bist du? Hundi? Ach da. Da guckt er mich an durchs Loch. Du lebst ja wieder. Cool. Los geht's. Los, Junge. Wir müssen gehen. Deswegen kann man das nicht wegmachen, weil er da chillt. Okay. Wir haben erneut einen Kampf überlebt. Müssen irgendwie noch stärker werden. Was ist eigentlich mit der 44er? Ist die gut? Ist die schlecht? 48. Die ist gut. So. Wer zum Teufel hat mich da angeschossen? Oh, da liegt was.
Irgendwer ist hier. Ja, Hundi, such. Such den Penner, der dich abgeschossen hat. Long Rifle? Okay. Die Schüsse kamen eindeutig von hier. Aus dieser Richtung. Oh Mann, das ist gar nicht mal so leicht, ey. Aber es macht Spaß. Es macht echt Spaß auf diesen Schwierigkeitsmodus. Aber ich muss mal mehr aufnehmen. Kamen die Schüsse von da? Von der Siedlung, wo wir eh hin müssen? Oh, da traue ich mich noch nicht rein. Das ist so selbstmörderisch. Wer zum Henker hat hier geschossen? Hier ist niemand. Vor allem, das muss in der Nähe des Wassers gewesen sein. Also hier war ich. Muss aus der Richtung gekommen sein, ne? Oder vielleicht kam es von da. Ups. Hoppala! Da! Da! Scheiße! Wir sind zu zweit. Die haben einen Kampfhund dabei. Das war's mit dem. Okay, einer ist tot. Nein! Holy shit, nein! Oh mein Gott, er hat meinen Kopf getroffen. Scheiße. Oh, Mist. Wie kann ich jetzt meine einzelnen Körperteile nochmal aufrufen? Wenn ich mir jetzt einen Stimpack reinziehe, ja gut, dann geht's mir wieder besser. Wo ist der Sack? Ich jetzt nur wüsste, wo er ist. Scheiße, Mann. Ups. Okay. Oh Gott, mein Controller funktioniert nicht mehr. Ich habe ihn gestoßen. Oh oh. So, da bin ich wieder. Das war gerade die Futterklingel. Gerade kurz gegessen. Ist er das? Okay, ich habe irgendwas getroffen, aber nicht ihn. Wie viel Munition habe ich noch? 3 Schuss. Wenn der meinen Kopf trifft, bin ich am Arsch, ey. Da ist er. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Das gefällt mir nicht. Was zum Teufel war das? Scheiße, die sind zu zweit. Ach, Mist. Okay, schnell weg. Was zum Teufel? Nein! Rennen! Rennen! Nicht anvisieren. Wir müssen gleich nur die Leichen wiederfinden. Und erstmal den ganzen Scheiß überleben. Okay, der hat eine Schrotflinte. Das heißt, auf die Ferne hat das nicht wirklich drauf. Oh Gott, ich habe keine Munition mehr. Oh mein Gott. Wenn der bis zu mir durchkommt, bin ich am Arsch. Was mache ich denn hier? Oh mein Gott. Puh. Wo ist er hingeflogen? Oh, ich muss die scheiß Leiche finden. Hä? Er ist verschwunden. Wie dicht bist du denn gefallen, Dude? Wir müssen 3 Leute finden.
Der ist doch hier umgekippt. Alter. Oh. Gut, wir haben eine Schrotflinte. Immer nicht schlecht, wenn ich mich an jemanden ranschleichen könnte, wäre das cool. Hier ist ihr Lager. Metalleimer. Der Brahmin ist tot. Die haben hier eine kleine Bank. Kein Loot sonst. Zumindest stand hier mal ein Haus. Okay. Suchen wir die anderen beiden Leichen. Einer war hier beim Felsen. Das weiß ich. Dann die Maulwurfsratte. Mein Hundi ist hier noch irgendwo. Wird aber einen Scheißdreck tun und den wiederbeleben. Ja, Hundi? Stimpack, dein Hund? Nö. Kannst du knicken? Hol dich gleich wieder ab. So. Die dritte Leiche hatte ich ja. Oder den dritten hatte ich ja mit einer Granate abgeworfen. Das war hier irgendwo. Ich glaube, den dritten wiederzufinden wird schwer. Nicht sogar unmöglich. Schade. Ich würde gerne irgendwie einen Angriff nehmen, in eine Stadt zu gehen, wo wir Medizin haben. Ein Arzt. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Problem ist, es ist immer so eine lange Reise dahin. Frage, sie stellt sich natürlich die Frage, ob sich das lohnt. Also. Der Granaten, den ich mit Granaten abgeschossen habe, der muss hier irgendwo sein. Ah, der kann einen Kilometer geflogen sein. Ganz ehrlich, Freunde, ich weiß auch nicht. Der kann einen Kilometer geflogen sein. Laufen wir erstmal weiter. Hoffen, dass wir nicht sterben. Gucken unseren Loot an, den wir bekommen haben. Schlagring. Oh, ein Schlagring haben wir. Favoriten. Sehr schön. Haben wir jetzt schon mal einen Schlagring. Geil. Munitionsverschwendung vom feinsten Zero. Dankeschön. Das ist jetzt nicht nötig gewesen. Okay. Zumindest etwas. Ja, wir sind abhängig. Wir haben Durst. Cool. Eigentlich muss ich nach Hause was trinken, ne? Dieser Schornstein ist hier ziemlich auffällig. Kronkorkenvorrat. Cool. Nö, ja, bis jetzt gar nichts, ne? Ich schon mal einen Anfang. Die Frage ist, sollten wir erstmal zurückgehen? Ich meine, ich habe Durst. Na komm, gehen wir erstmal zurück. Was ist denn hier noch? Süßkuchen. Cool. Was man nicht alles findet. So, wir sind zu Hause angekommen. Gibt es hier noch Müll, das ich mitnehmen kann? Das sieht so auffällig aus hier. Tatsächlich. Und die Rest nicht? Na gut, dann nicht. Gut, wir sind zu Hause angekommen. Wir haben es tatsächlich überlebt. Wir haben ein Level-Up. Waffenlos, aber dazu gehört ja auch kein Schlagring. Gehört Schlagring dazu? Ich glaube schon, ne? Was ist Schlagring jetzt Nahkampf oder ist das nicht Nahkampf? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, das würde ich gerne wissen. Starker Rücken, ruhige Hand. Prügler, jetzt wird's persönlich. Ja, es ist immer die Frage, was man als nächstes nimmt, ne? Also. Eigentlich müssen wir ja hier. Das hier nehmen. Doch, am Anfang nehme ich sehr viel Glück. Doppelläufige Schrotflinte, ja, wieso nicht? Gut, was wollte ich als nächstes machen? Ich wollte A, schlafen gehen. Und B, was wollte ich noch machen?
Weiß es gar nicht mehr. Wieso kannst du mich eigentlich nicht medizinisch behandeln? Ich meine, klar, ich wollte in irgendeine Stadt oder so, aber ist auch verdammt weit weg, ne? Du kannst weg, du kannst weg. Weil ich wollte was trinken. Ich wollte was trinken, stimmt. Du bist spezial. So, wir müssen ja nicht alles behalten. Fusionskern wiegt auch viel, brauchen wir derzeit nicht. Ich weiß, wir könnten eigentlich eine Rüstung holen, aber ihr müsst daran denken, eine Todeskralle wartet auf uns, also ist ein bisschen uncool. Unterhaltsband. Ja, eine Impro-Pistole kann weg. Du kannst weg, dich behalte ich. Du kannst weg. Du kannst weg, du. Vielleicht der Pilz. Aufs Rattenfleisch behalten wir mal. Das können wir alles kochen, ne? Das sollten wir behalten. Rotes Kleid. Saubere Kleidung. Das können wir alles später verkaufen. Aber solange wir das nicht machen können, tun wir es weg. Rohpatrone. Sommerkleid. Sowjet. Okay. Brauchen wir nur die richtige Waffe dafür. Ist übrigens auch eine Mod. Wir haben ein paar neue Waffen. Muss ich mit dazu erwähnen. So, okay, gut. Das soll es erstmal gewesen sein und. Ja, wir haben halt immer noch diesen Punkt da hinten, den ich erkunden möchte. Bevor ich in die Stadt gehe, will ich da hinten hin. Und wir werden das schaffen, Freunde. Wir werden das schaffen. Was soll ich damit? Abgeschlossen. Achso, jetzt weiß ich es wieder. Deswegen habe ich es nicht auseinandergenommen. Ich könnte es jetzt quasi einfach. Ja. Oh, da. Könnte es eigentlich einfach rausreißen und mich dann Keks freuen, aber. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht, Freunde. Schlafen gehen, ne? Trinken, trinken, trinken. Kann ich das nicht hier? Das sieht doch funktionsfähig aus. Das sieht doch funktionsfähig aus. Okay. Ich hätte schwören können, irgendwie, man konnte daraus trinken. Was ich aber versuchen kann. Muss nicht funktionieren. Kann auch schief gehen. Wachtposten, Geschütztürme. Wir haben sowieso noch nichts. Bist du? Wasserpumpe. Okay, produziert Wasser. Wir haben derzeit das hier, ne? Er produziert doch beides Wasser. Wo ist der Unterschied? Kann ich da draus trinken? Der hat einen Wasserhahn, natürlich kann ich daraus trinken. So, gucken wir mal nach Strom. Nein, ich will es nicht einlagern. Generatoren. Benötigt. Achso. Produziert 5. Ja. Aber dafür brauche ich, glaube ich, ein Dach. Das produziert nur 3. Ja, wie baue ich denn das jetzt auf? Das ist hier eine berechtigte Frage, oder? Aber das irgendwie, man braucht dafür ein Dach oder so, aber. Check ich nicht. Ja, gut. Hilft ja alles nichts. Wir bauen das hier erstmal hier so hin. Das sieht doch funktionsfähig aus.
Das sieht doch funktionsfähig aus. Du sollst ja auch draus trinken. Okay. ist schief gelaufen. Versuch Nummer 2. Wenn der jetzt auch noch schief läuft, dann ist das auch ein bisschen kacke. Generator, nein. Ressourcen, Wasser. Da passt noch perfekt hin. Ah, es funktioniert, okay. Das ist ja gut. Achso, man trinkt, bis man weggeht. Na gut. Ich habe noch Hunger. Kochen wir uns was Schönes. Braten. Ich möchte gebratene Bleifliege, bitte. Ja. Gegrillter Redhirsch. Ja. Köterkeule. Ja. Maulwurfsrattenhappen. Okay. So viel dazu. Essen wir erstmal was. Und irgendwann brechen wir halt wirklich mal auf und finden einen Arzt. Elf Red. Kann ich eigentlich auch irgendwas essen ohne Red? Oh Mann. Ja, hier. Cool, da. Das ist nicht recht verseucht. Nice. Na gut. Holen wir Hundi nochmal ab und dann gehen wir wirklich weiter. Wird langsam Zeit, dass wir ein bisschen mehr finden. Und ich habe mich ein bisschen jetzt dran gewöhnt, hier so zu spielen. Es ist nicht schwer, wenn man sich daran gewöhnt hat. Sagen wir es so. Es gibt Schöneres, aber das Ganze soll ja auch irgendwie eine Challenge sein für mich, ne? Was zum Teufel? Warum ist der Mast so verseucht? Hä? Hä? Was? Was zur Hölle war das? Hä? Habt ihr das begriffen? Ich nicht. Hey! Los, Junge, wir müssen gehen. Komm, Kleiner, komm. Wir haben noch einen Job zu erledigen. Wir müssen da hinten hin. Warum war das gerade so verstrahlt? Das war ja extrem, ey. Krass. Weißt du, so ein radioaktiver Pixel schwebt in der Luft oder so. Wenn was ganz Seltsames. Ich muss sagen, ich hab nicht gespeichert, ne? So, Freunde, ich habe gespeichert. Jetzt können wir aber wirklich losziehen. Eines Tages werden wir die Stadt da durchwühlen. Und jeden Schrott mitnehmen, den wir finden. Aber bis dahin müssen wir halt noch stärker werden. Bisher, ich traue mich noch nicht in die Stadt zu gehen. Das sieht für mich noch so gefährlich aus da. Aber wir gehen lieber zu dem Fragezeichenpunkt. Ist ja viel, viel besser, ne? Willst du mich verarschen? Warum dreht sie sich zu den Bären um? Muss sie noch ernten oder was? Das Schöne ist, eines Tages werden die Jungs auch respawnen. Das ist kacke. Und dann werde ich angegriffen und alles. Ich muss also nicht nur dafür sorgen, dass meine Siedlung funktioniert, sondern ich muss auch dafür sorgen, dass die alle Waffen kriegen. Das wird ja noch ein Spaß.
Hallo? Ein Red Away, nice! Oh, ich bin so glücklich. Und ich kann hier kurz schlafen. Oh. Oh. Ich glaube, ich habe Hausfriedensbruch begangen. Danke, Kleiner. Oh, ein Stimpack. Danke. Okay, jetzt müssen wir nochmal schlafen, weil ich will nicht nochmal gegen den kämpfen müssen. Müsst ihr mal vorstellen. Ihr kommt nach Hause und dann schlägt ihr mal auf eurem Bett. Zu cool. Oh. Was haben wir denn da? Und ich habe direkt in der Nähe davon gespeichert. Nice. Das macht alles ein bisschen einfacher. Da leuchtet's, ne? Da ist auch noch irgendwie so eine kleine Siedlung. Oder ist das meine Siedlung? Ach, das ist meine Siedlung. Man sieht nur die Häuser noch. Obwohl sie eigentlich nicht da sind. Ja gut, lass uns mal zuerst da reingehen und dann gucken wir mal, dass wir da was finden. Ja, mittlerweile sind wir, glaube ich, schon stark genug, gegen die Raider anzutreten. Das ist gut. Wir müssen trotzdem aufpassen. Roboterentsorgungsgelände. Oh, hier finde ich Schaltkreise und alles, ne? Geilo. Oh oh. Ja, alles Schlimmes, hä? Ernsthaft? Okay, scheiß drauf. Oh, Drodda. Ja. Eine spezielle Lackierung für die Powerrüstung. Dann militärische Platine. Nice. Zigaretten. Ja, wieso nicht? Stimpack. Kronkorken, Kleber, Schlosshammer. Das können wir auch alles gebrauchen. Oh ja. Das ist gut. Militärische Platine. Oh, eine Waffenkammer. Cool. Kann ich schon irgendwas machen? Nö, ich könnte Standardvisier ranmachen. Die Frage ist nur, bringt mir ein Visier irgendwas? Ich würde eher den Schlagring gerne verbessern. Und dafür habe ich nichts. Na gut, was haben wir hier? Lieferprotokoll. Prototyp Wachbord, unbekannten, alle Gliedmaßen, 4 außer Dienst gestellte Wachbots. Hier sind ganz viele Roboter. Scheiße. Dillion. Komisch. Noch mehr dieser Protektrons ohne Arme und Beine. Wie kann man einem das bei der Produktion nicht auffallen? Lassen Sie die Roboter von anderen Robotern bauen? Das ist ein beängstigender Gedanke. Mike. Roboter. Die Roboter herstellen. Oh Mann. Wir haben letztens diese Augenbots reinbekommen, die keine Augen mehr hatten. Ist das nicht sau gemein? Ahaha, naja, wie dem auch sei. Da müssen sie eine Menge ihrer eigenen Bots beschäftigen oder so. Sie haben eben ein paar Wachbots abgeladen. Sieht nicht so aus, als würde irgendwas mit denen nicht stimmen. Warum schmeißen sie die Dinger nicht einfach so weg? Ich überlege, ob ich nicht einen von den Bots mit nach Hause nehme, damit er bei mir den Rasen mäht. Was denkst du? Dillion. Noch mehr dieser Protektrons, denen alles fehlt. Ich habe von ein paar anderen Betrieben gehört, die die Dinger auch reinbekommen. Da hat jemand mächtig Mist gebaut. Komisch, dass es billiger ist, sie hier abzuladen, als sie zurückzuschicken oder ein paar Arme dran zu montieren. Ja, das ist seltsam.
Irgendwelche komischen Typen, ganz in Schwarz, haben eben einen Wachbot abgeliefert. Sie wollten nicht sagen, wer sie sind. Das Ding sieht voll funktionstüchtig aus. Sie haben das Teil sich sogar selbst auf den Hof fahren und dann abschalten lassen. Ich habe in die Kiste geschaut, die sie daneben abgestellt haben. Da waren Holobänder drinne. Ich habe überlegt, sie mir anzusehen. Aber diese Typen waren irgendwie ziemlich unheimlich. Das war nur ein Witz, dass ich einen der Wachbots mit nach Hause nehmen will. Schau dir diese Holobänder nicht an! Wenn die Typen das hier abladen, hatten sie sicher einen guten Grund dafür. Und du solltest dich nicht in diese Sache reinziehen lassen. Wir haben hier einen ruhigen Job. Wir kommen ein paar Mal die Woche rein, gehen das Gelände ab und dann ab nach Hause. Versau das nicht mit deiner Neugier. Ferngesteuerte Wissler Fachbot. Dieser zensiert in Auftrag gegeben und von zensiert hergestellte Prototyp darf nur durch offizielle Mitarbeiter der Firma oder des entsprechenden Kunden bedient werden. Oh, Information. Dieses Holoband gehört zum Kampfwächter-Prototyp MK4. Zensiert ist nicht verantwortlich für Sachschäden, Verletzungen oder Todesfälle während des Betriebs dieses Prototyps. Falls Sie kein Mitglied von Zensiert oder ein Geschäftspartner des Besitzers dieses Prototyps zensiert sind, müssen Sie dieses Holoband unverzüglich zerstören sowie die Existenz des Bandes oder des dazugehörigen Prototyps leugnen. Okay, bevor wir den Wachbot aktivieren, schaue ich mich hier erstmal um, weil es kann sein, dass wir laufen müssen. Übrigens, Blut. Hat jemand das... Ach, der Typ hat das Holoband bedient und ist dabei gestorben. Das Holoband, der hat den Computer. Na gut. Das ist der Wachbot, Freunde. Ich will erstmal in die Kiste schauen. Brennstoff. Frage ist, wird der Wachbot freundlich sein oder nicht? Fusionskern, Schaltplatten, okay. Ich habe irgendwie gehofft, dass da irgendwie andere Programmierungen drin sind für den Wachbot. Aber anscheinend nicht. Okay, aktivieren und weglaufen. Nein. Hierdurch werden der Kampfwächter-Prototyp MK4 und alle zur Zeit geladenen Systeme gebootet. Warnung! Dieser Kampfwächter-Bot ist ein Prototyp. Es wird nachdrücklich empfohlen, alle Tests in einem abgeschlossenen Bereich durchzuführen. Laut der Initiative für Kampfprototypsysteme Code 3392F6 ist der aktuelle Benutzer für eventuell auftretende Vorfälle während des Trainings verantwortlich. Okay. Ich werde gleich laufen müssen. Ich weiß es doch. Bist du jetzt böse oder nett? Das ist freundlich, aber wo fährt er hin? Nein! Ja! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Vernichte sie alle, Bot! Was das? Sind wir deswegen hergekommen, um ein paar von diesen Viechern Platz zu machen? Wo ich nicht mal irgendwie Erfahrung bekommen habe? Geil! Einfach geil. Aber der fährt doch irgendwo hin. Kannst du mir doch nicht erzählen. Wo willst du hin, Dude? Alter, der fährt jetzt hier seine Routine ab. Okay. Sollen wir den jetzt hier allein lassen? Keine Ahnung, irgendwie war das ein bisschen arm.
Ja, guck dir mal die Leichen an, perverser Bot, ey. Na gut, wer weiß, ob er mir noch irgendwie nützlich sein wird. Kann ich mit ihm sprechen und sagen, hey, komm mal mit mir mit? Du bist mein neuer Begleiter? Hab ich gar nicht probiert, ne? Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperationen geduldet. Beklauen kann ich ihn auch nicht? Ja gut, dann hauen wir ab. Ja, war lustig mit dir, Freund. Wieso nicht? Seltsam. Ja, schauen wir uns hier weiter um. Folgen wir der Straße oder was? Hier ist der berühmte Zaun, wo es nicht mehr weitergeht. Ja. Na gut, okay, dann können wir der Straße ja auch theoretisch eigentlich nicht mehr folgen, wa? Ich versuch's trotzdem. Ist mir egal, ob ich nicht mehr in diese Richtung gehen kann. Ich werde es versuchen. Aber gut, ich kann wirklich nicht. Ja, so viel dazu. Gehen wir ein bisschen in die Richtung. Gucken wir, was wir da hinten finden. Vielleicht finden wir noch so ein, zwei Sachen, die wir irgendwie ausrauben können. Das wäre echt cool. Ich bin selber zum Raider geworden. Ich laufe durch die Gegend und versuche zu farmen. Hier jetzt geleuchtet, ne? Stimmt. Da wollten wir ja hin. Das ist direkt in der Nähe meines Zuhauses, ist cool. Da leuchtet es, da Freunde, da. Licht. War das jetzt eine Verarsche, oder? Ich meine, hier liegt eine Leiche, ja, aber mehr auch nicht. Wie lame ist denn das? Und wieso es hier leuchtet, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Verarschen dann Leute halt gerne. Na gut. So. Wir müssen langsam nachdenken, was wir machen wollen als nächstes. Ich habe Angst. Ich weiß, dass ich in die Stadt muss und die Stadt plündern muss. Also werden wir es tun. Wir werden bei dem Bett abspeichern, das wir schon kennen. Meierlöckeier. Ja! Ja, ja, ja! Oh Gott! Nein! Oh! 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 Bitte nicht! Please not! Oh! 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 Roboter! Roboter! When? So. Wir sind wieder hier. Da bricht ein Sturm an. Kacke. Warum muss das alles so random sein? Folgender Plan. Ich werde mich rächen. An diesem Meierlock. Und der Roboter wird mir dabei helfen. Übrigens, ich bin verletzt durch den Kampf gerade. Gut, wir gehen erstmal schlafen. Auch wegen dem Regen, der gefällt mir gar nicht. Ah, nee, die Heilung, ne? Die Heilung, aber dann. Okay, folgendes. Ich spare jetzt meine Ausdauer auf. Und wir planen genau die Route, wie wir hierher laufen. Wir haben hier ein, haben wir hier ein Loch? Ja, gut, hier können wir durch. Der Roboter wird mir helfen, diese Meierlok zu stürzen. Hallo? Meierlöck? Oh. Oh, die sind zu zweit! Ja, dann kommt mal her, Leute. Kommt her. Los. Traut euch! Kommt zu mir! Altschauer Berg 8. Gott. Roboter! Beschützt mich!
Okay, einer ist tot. Oh, er ist hinter mir, er ist hinter mir, er ist hinter mir. Er ist hinter mir, er ist hinter mir, er ist hinter mir. Mach ihn kaputt. Ah, ich hab die Erfahrung nicht bekommen. Schade. Danke. Das war mir eine große Hilfe. Ernsthaft? Und dem geht's nicht gut, oder? Du gehst jetzt aber nicht in die Luft. Okay. Alter, die kleinen Viecher machen Schaden. Krass, ein Viertel meines Lebens abgezogen. Kleiner Bastard. So, gucken wir, was wir da noch finden. Restlichen Biodog-Eier würde ich gerne mitnehmen. Ja, scheiß auf den Hund. Der wird von alleine wiederkommen. Scheiße, Mann. Die sind jetzt hinter mir her, ne? Die fanden das gar nicht so cool, dass ich sie pflücken wollte. Drei Stück. Das war angsterregend. Ja, na gut. Oh. Meine Fresse. Habt ihr nicht mal Loot für mich? Wie geizig. Alter. Das war uncool. Jetzt bin ich durstig. Ich darf die Eier, die sich bewegen, nicht pflücken. Das geht gar nicht klar. Oh, okay. Gut, ich würde sagen, nächster Stopp ist erstmal zu Hause. Und was wir eigentlich auch machen könnten, ist, ich glaube, das ist eine Mod, die mir das Ganze erlaubt. Und zwar habe ich hier verschiedene Symbole, wie ihr seht. Wie sieht man nochmal an? Achso. Da, und hier zeigt er mir eine Power Armor an. Rein theoretisch können wir alle Power Armors sehen, die hier verteilt sind. Wir können alle Gebiete sehen, die wir noch nicht entdeckt haben. Das ist nicht schlecht, das ist eine gute, das ist eine richtig gute Mod für diesen Spielmodus, ne? So. Die Frage ist, wo gehen wir als nächstes hin? Wir könnten dahin gehen, das ist aber saugefährlich und ich habe Durst. Aber wir könnten die erste Power Armor einsammeln, die wir kriegen können. Das wäre natürlich saugeil. Vor allem, ich habe ja ein paar Fusionskerne. Damit könnte ich die Stadt säubern. Zumindest versuchen. So, wo ist mein Bett? War das nicht irgendwo? Ah, guck mal, Blut. Gut. Gucken wir einfach mal. Der Hund müsste sowieso bald wieder zurück. Und dann können wir ihn abholen. Fleisch auf Bein. Was zur Hölle ist das? Ach, die Power Armor. Ah, okay. Damit werden wir gleich erstmal nach Hause laufen. Gibt's hier mehr als euch? Ja, eine Maulwurfsratte. Gib mir dein Essen.
Gibt's hier sonst noch irgendwas? Boah, ich dachte schon, der legt sich jetzt mit mir an. Das wär's gewesen. Ist das nicht... Aber dich mit mir anzulegen? Ist das nicht so ein Enklave-Schiff? Gefahr? Von dem da? Oh, ich weiß ja nicht. Was war das? Oh, wird geschossen. Gut, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir nehmen uns die Power Armor und gehen nach Hause. So, wir können aber nicht großartig dafür mit viel machen, weil zu Hause unsere ganzen Powerkerne sind. Ich muss eh schlafen, ich muss trinken und ich muss essen. Also wir müssen definitiv nach Hause. Ach hey, wo sind die Richtung, ne? Ah, oh, ist das schön, mit der Power Armor durch die Gegend zu laufen. Ich fühle mich um einiges sicherer, muss ich sagen. Aber als allererstes gehen wir erstmal heim. Ja, ich verbrauche so viel Sprit, wenn ich laufe. Deswegen laufen wir ganz bequem, also ich verbrauche mal nichts. Nö. Ich würde sagen, dann sehen wir uns bei mir zu Hause. Viel passiert sowieso nicht.